So, moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon White 2. Das letzte Mal sind wir, wie schon in den vorigen Parts, in Stratos City umhergeirrt, haben den Arenaleiter gesucht und währenddessen ein paar Kämpfe in diversen Gebäuden ausgetragen. Unter anderem hier. Und jetzt muss ich definitiv erstmal ins Pokécenter, weil mein Team irgendwie halbtot ist. Und das möchte ich ungern, dass mein Team halbtot ist. Das muss nicht sein. So, heil mich. Heil mich sofort, ohne Widerrede. Ist okay, ich mach schon. Und ich bin tatsächlich gespannt, wie lange es noch dauert, bis ich Anton austausche aus dem Team raus. Das Ding ist echt unnütz. Tut mir echt leid, das so zu sagen, aber das Ding ist unnütz. Kopfschmerzviech. Meine Güte. Es bereitet... hallo Iris. Ach, ich muss ihr hinterher. Okay. Ist sie jetzt unten an den Pier gegangen, oder? Ja. Sie geht unten an den Pier. Dann wollen wir doch hinterher. Na du, was hast du mir zu sagen? Hi, du bist doch hier so... Da konnte ich vorher noch nicht rein, oder? Nee, da stand noch der Typ. Nudel, was ist denn da? Mika, los, folg mir. Mir nach. Da ist garantiert ein Geheimnis. Ja, geh mal besser hinterher. Der ist sonst verloren. Gut, wenn du das sagst, Madame. Oh Gott, es ist dunkel. Jetzt muss ich ihn wieder mitnehmen. Oh, hier gibt's wilde Pokémon. Oh Gott. Ja, hallo, Zubat. Oh Gott, er hat schon einen... Oh Gott, das ist Level 20 schon bei ihm. Unlustig. Der ist totalst über meinem Level. Zack, und Nitro-Charge. Stehen da zwei Kampf-Pokémon, das ist natürlich so eine Sache. Gut, also ich kann hier unten ganz gut trainieren wahrscheinlich. Mit ihm. Ist natürlich schon was wert. Oh Gott, das hat 72 KP. Alter, holla die Waldfee. Bin ich wieder voll geheilt nach dem Kampf? Heilt er mich? Ja, geil. Oh, ich liebe es, mit einem Partner irgendwo rumzulaufen. Da werden alle KP, AP und so nach dem Kampf wieder komplett aufgefüllt. Das ist gut. Hier kann ich super trainieren. Und es kommen immer schön Zweierkämpfe gegen Zubats. Aber egal. Das ist gut. Hier kann ich trainieren. Das ist sehr hübsch. Ich glaube, das werde ich dann gleich auch direkt mal tun. Oh Gott, was? Flügelschlag? Was? Flügelschlag? Das war ein Flügelschlag. Es war ein... Oh nein! Gut, dass man in Verwirrung meistens nur sich selbst verletzen kann und nicht den Teampartner. Ich hoffe zumindest, dass das so ist. Flops, natürlich trifft ich sich selbst. Nein, nicht uncool. Erstauner, ja wow. Also, dass die Flugattacken können, ist richtig uncool. Yay, Flame Charge. Nitro Charge. Wie auch immer. Wow, der war heftig. 53 XP. Also die Zubats geben nicht so richtig viel, weil halt die XP trotzdem geteilt werden, obwohl er nichts davon abbekommt. Aber wenn hier sowieso Zubats kommen, dann werde ich erstmal Voltilam ein wenig... Nun gut, ich würde sagen, wir sehen uns gleich irgendwo hier in dieser Kanalisation wieder. Und ich gehe trainieren. Ne? Dann bis gleich. So, und da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen trainiert, nicht viel.
Mein Team ist jetzt im Groben und Ganzen gesehen auf Level 17 und 18. Und da muss ich nochmal kurz schneiden. Tut mir leid. Ja, Team im Groben auf Level 17 und 18. Und dann wollen wir doch mal gucken, was uns jetzt hier noch so erwartet. Außer Zubats. Ja, ihr habt richtig gesehen. Zubats. Welch Seltenheit hier. Nein, es gibt auch noch andere Pokémon, aber keine große Auswahl. Also eine wirklich, wirklich, wirklich nicht große Auswahl. Es gibt noch Radfratz und Slimer. Wow. Alles Pokémon, bei denen man super gut trainieren kann, weil die so super viel Erfahrung geben. Na, immerhin ist jetzt Lucia schon auf Level 18. Ja. Und alles natürlich auch Pokémon, bei denen gerade Lucia und Serpifeu extrem gut leveln können. Pflanze, Käfer und Pflanze. Gegen Giftflug, Gift und normal. Nicht so richtig cool, die Auswahl. Aber was soll's. Oh ja, Blutsauger, wie furchtbar. Das ist wenigstens eine Käferattacke, das ist nicht so stark bei Zubat. Und ist. Unnützes Verkokel ist unnütz. Muss ich alles alleine machen hier. Wenigstens die XP auch alleine kriegen würde, ne? Aber nein, die müssen ja geteilt werden. Gut. Ach. Warum wieder zwei Zubats? Mann. Komm, jetzt machen wir Spaß. Ich glaube, der Fadenschuss geht auf. Jawohl, der Fadenschuss. Fadenschuss geht immerhin auf beide Gegner. Was jetzt völlig egal ist, da der eine Gegner sowieso hinüber ist. Ach Gott. Na gut, dann wird der andere halt langsamer gemacht. Auch wenn das nichts bringt, weil es sowieso langsamer ist als meine beiden. Also als die beiden, die bei mir stehen auf der Seite. Oh mein Gott. Ein Blutsauger. Ganze 6 Schaden. Tackle. Und es überlebt sowieso nicht. Ich habe im Übrigen von Verkokel bisher nur 3 Attacken gesehen. Und das sind halt die Nitro-Ladung. Der Einigler von eben. Und es kann noch den Armstoß oder so heißt es, glaube ich. So, was gibt's jetzt hier unten noch? Hier war ich noch nicht. Außer Zubats. Nein, Radfratze. Oh, da kann ich sogar mit Rasierblatt arbeiten. Uhu. Ja, ich werde jetzt auch erstmal noch Stravikel ein bisschen vorne lassen, also meine kleine Lucia hier. Da sie sich nämlich bald entwickeln dürfte, wenn ich das richtig sehe. Es ist nicht mehr allzu lange, 2 Level noch. Auf Level 20 da. Dann ist es zwar mit ein bisschen Abstand das höchstlevelige im Team, aber ich denke, das ist verkraftbar. Also links ging es auf jeden Fall noch hoch. Hier geht es wieder runter ins Wasser. Da ist ein Trainer. Cool. Hi. Hi. Ich hätte gerne einen grünen Zaubertrank. Achso, warte, falsches Spiel. Hi, Hausmeisterchen. Ich werde mit dir den Boden aufwischen. Ach, das ist aber ein Einzelkampf. Okay. Und meine Pokémon werden danach trotzdem geheilt. Ha, ha, ha. Und Level 16. Naja, gibt wenigstens ein bisschen Erfahrung. Mehr als die wilden Zubats. Badutsch. Und das Gesicht weggefressen. Yay. Oh, es gibt sogar ganz gute Erfahrung. Na, ich möchte nicht wechseln. Igittipfui, Müllbeutel. Und er macht Giftspitzen. Ja, das... soll mir egal sein. Was? Käferbiss ist aber auf Gift auch. Und scheiße, ist das viel. Und schön. Es wird abgeschwächt, scheiße. Mann! Wieso ist das überhaupt schneller? Das ist ein fucking Level 16 Müllbeutel. Wie kann der so flink sein? Oh Mann.
Och, und die Zeit vergeht schon wieder rasend. Schon wieder 5 Minuten vorbei von seit eben, also seit Training und so. Map. Oh, hi. Bums, danke. Yay, Level 19. Zack, zack, zack. Oh, why you little? Ein Slimer. Lass mich raten. Wenn ich jetzt das Rasierblatt einsetze, wird er natürlich zuerst auf Radfahrts gehen. Nein, er macht sogar das Richtige. Ich glaub's ja kaum. Und schafft es nicht, das... Hä? Okay. Und Slimer hat es natürlich abgewehrt. Alter. Meine Fresse. Machen wir's so. Yay, Nitro Charge. Auf, natürlich, auf Radfratz. Oh Mann, der dumme Mann. Ja, blöder NPC ist blöd. Die NPCs sollten sich angewöhnen, auf das andere Pokémon zu gehen. Als das, was ich angreife. Weil das können sie one-hitten. Und das kann ich nicht. Weil Typennachteil. Yes, ist Maria und Josef. Meine Güte. Da ist Sackgasse. Hier wahrscheinlich auch. Hier ist ein Item. Was habe ich denn jetzt hier gefunden? Ich habe zwischendurch, glaube ich, schon mal auch noch ein Item gefunden. Oh, eine Scope-Linse. Das gefällt mir. Und ein Krummlöffel. Ja gut, das ist egal. Aber die Scope-Linse kriegt erstmal Lucia in die Hand gedrückt, damit sie eventuell mal ein bisschen Schaden macht. So. Zack. Hier ist sonst nichts. Hier ist noch ein Trainer. Kein Trainer. Okay. Da vorne ist ein Trainer. Aber ich will keine Zubats. Ich will keine La Capella. Ich will lieber schöne Frauen. Und so weiter und so fort. Ab dafür. Ui! Ja, Trainer. Diese Kanalisation ist irgendwie groß. Ich will surfen können. Das macht mir das ganze Leben leichter. Ach, ich sehe es schon. Ich muss nach dem Part hier schon wieder, nach dem Kampf hier schon wieder fast Ende machen. Ein Stalobor. Ach, Stalobor, Quatsch. Kleines Stalobor. Wie auch immer es heißt. Ich weiß es gerade nicht. Rasierblatt! Los! Hey, lass erstmal das. Zerschneid ihn! Los! Und da war es das. Was? The fuck? Motorbedreher. The fuck? Wieso? Ich frag nicht nach. Nee, es lohnt nicht. Da, 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 da. Na, schaffe ich vielleicht noch die Entwicklung? Wenn ich noch einen Trainer finde, wird das sicher was. Fick dich. Dann mal links gucken. Ansonsten weiß ich ja, was weitergeht. Ich soll ja hier Team Piratasma verfolgen. Oh, come on. Rasierblatt. Superzahn. Nee, nicht mal. Und ein Energiefokus. Yay. Na, kann ich vielleicht mal critten. So mit Scope Lens. Oh, natürlich kann ich nicht critten. Armstoß. Bums. Und noch ein Rasierblatt. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Yeah. So. Reicht natürlich immer noch nicht fürs Level Up. Und in einer halben Minute werde ich wohl keinen Trainer mehr finden. Nein. Ach. Nee, aber wilde Pokémon. Naja, was soll's. Ich bin ja nicht gezwungen, genau bei 15 Stopp zu machen. Haha. Das Level Up mache ich noch. Und überziehe ich vielleicht ein, zwei Minuten. Mal wieder. Hä? Ich wollte doch flüchten, du Scheißvieh.
Na gut, jetzt kann ich das. Ja komm, jetzt kann ich es auch umhauen. Aua! Jetzt wird es erst recht umgehauen, wollte ich sagen. Ja, gut, gut. Verkokeln macht das dann mal. Schönen Dank. Ich wollte eigentlich flüchten, aber okay. Dann halt nicht. Ein Item. Pokémon. Och, nee. Oh Gott, nee. Bloß nicht. Ich hasse Zubats. Die Nerven. Gehen auf die Eier und so. So, Item. So. Jetzt mal hier gucken. Da ist sogar jemand. Aber da muss ich unten lang. Und da kann ich nicht lang, weil... Mann! Da oben ist noch jemand. Will ich hin? Da will ich hin! Zubatze! Mann! Meine Güte! Flüchte bitte. Och! Gott! Au. Wieso alle auf meine kleine Lucia? Meine Güte, dann halt so. Los, Verkokel, greif das linke an. Wow. Es ist... Wow. Ich glaub's ja kaum. Ich bekomme die Ehre, einen Zubat zu töten. Mit einem Rasierblatt. Sofern ich nicht zurückschrecke. Oh! Gosh. Was eine Qual. Aber dann... Ah, das ist ein Arzt. Das ist sehr gut. Nee, unnötig eigentlich. Weil Ärzte heilen und ich habe einen Heiler hinten dran laufen. Warum, Zubats? Warum? Warum keine Radfratze? Bums, das ist mein Level Up. Zenus, ja, nice, meine ich. So, endlich Level 20. Ja, komm. Dann wird gleich wer anders nach vorne gestellt, denn ich habe mein Ziel quasi erreicht. So. Mit Level 20 und so. Tada. Oh, und dann muss ich auch unbedingt beenden. Ich bin jetzt schon wieder 3 Minuten drüber. Hey, Lucia digitiert. Strawicke digitiert zu... Folikon. Dieses... Batman-Viech. Oh, was willst du lernen? Irgendwas eigenes. Ja, ich hab noch einen Fadenschuss, der weg kann. Den brauche ich nicht. Vielleicht ist es hier sogar Wachstum oder so, das wäre cool. Aber egal. Dazu mehr in der nächsten Folge. Bis denne dann und see ya!